Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch die Remastered-Version von Keep in Mind. Na denn, keep it. Anfangen. Jonas? Schatz, bist du wach? Ich weiß, dass du wach bist. Warum redest du nicht mit mir? Habe ich etwas falsch gemacht? Jede Nacht trinkst du, bis du nicht mehr sprechen kannst. Und dann am Morgen vergisst du alles. Für mich. Jede Nacht kämpfen wir darum, eine Unterhaltung zu führen. Jede Nacht kämpfe ich um dein Bewusstsein. Wenn wir bloß darüber reden würden, könnten wir wieder glücklich sein. Ich fühle mich so weit weg von dir. Wie? Wo? Bin ich? Ich glaube, das ist... Sieht aus wie mein Haus, aber... Es ist unmöglich. Ich muss hier raus. Das stimmt hier nicht. Oh ja. Also hier hat auf jeden Fall so einiges an Flaschen rumzustehen. Was haben wir denn da? Kann das wirklich unser Jonas sein? Komm her, lass mich dich anschauen. Das ist schon so lang her. Okay. So, so. Lang her, nicht wahr? Ich bin froh, dass du uns wieder besuchst. Ich weiß, es ist schwer, Zeit zu finden. In deinem geschäftigen, erbärmlichen Leben. Dieser leere Gesichtsausdruck sagt nicht, dass du mich wieder vergessen hast. Wie traurig. Du erkennst mich nicht mal. Wie kann man mich vergessen? Nun, lieber Jonas, falls du es nicht verstehst, bist du verdammt, hier für immer umherzuwandern. Denselben Fehler immer und immer wieder zu machen. Du wirst nie entkommen, verstehst du? Du solltest einfach aufgeben. Aber wenn du wirklich gehen willst, merkwürdige Puppe, gebe ich dir einen Tipp. Sieh dich um. Ist das nicht alles ein bisschen vertraut? Bitte dich, allen Stimmen hier gut zuzuhören. Sind vertrauter, als du denkst. Okay. Okay. Krass. Ich find's halt irgendwie unheimlich charmant gemacht von der Grafik. Okay. Bist du? Ich habe seit 3 Tagen nicht geschlafen. Ich habe die Hintertüren überprüft. 3-mal. Da. Hast du das gesehen? Schnell, mach die Augen zu. Ich kann dich nicht sehen, wenn du ihn nicht siehst. Dankeschön. Oh, ich kam gerade voll so ein Kaffee geflogen. Ah, wie nice. Und heißer Kaffee. Oh, Entschuldigung. Okay, dann gehen wir mal weiter. Der nächste. Mein Inneres ist völlig zerrissen. Von all den Dingen, die ich nie gesagt habe. Ich kann nur Blut schmecken. Ich schmecke nichts als Blut. Blut ist gar nicht so übel. Ja, na klar. Okay, hier kommen wir irgendwie nicht hin. Achso, ist ein Zaun oder was soll das darstellen? Okay, also sind anscheinend, wir wandern jetzt hier durch die Nachbarschaft. Okay, wer ist dieser Danga, von dem hier alle sprechen? Oh, ein Ausrufezeichen. So, hier kommen wir anscheinend rein. Oh, man war so eine Zahl. 3 von 16. Okay. Ich hasse diesen Job. Ich will nach Hause. Sie sagten, ich könnte heute nach Hause. Das sagten sie gestern.
4 von 16. Okay, alles klar. Also wir müssen anscheinend 16 von diesen Wesen finden. Ich glaube, ich bin endlich allein. Sie verfolgen mich nicht mehr. Sie werden mich hier nie finden. Niemand wird mich je wieder finden. Warum kann ich sie noch hören? Okay. Also wir wirken uns so ein bisschen schlafwandelnd irgendwie. Na, dann gehen wir mal weiter. Oh, okay. Hast du keine Angst? Dein Leben ist bedeutungslos. Leer. Du hast deinen Bruder getötet. Deine Mutter. Und deine Ehe. Ach so? Und dein Geist. Jetzt bist du dran. Hast du keine Angst? Okay. Ich habe die Grashalme in diesem Feld gezählt. Jeden einzelnen. Es gibt eine bestimmte Anzahl für alles ein Ideal. Dieser Baum zum Beispiel. Der Baum an diesem Baum hängen 10 Äpfel. Nur 10 Äpfel. 10 Äpfel, nicht mehr. Definitiv nicht mehr als 10 Äpfel. 10, 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 10. Hey! Abstrakt irgendwie. Oh Gott. Nichts zählt mehr. Aufstehen ist anstrengend. Ich habe nichts, auf das ich mich freue. Ihr habt mich schon aufgegeben. Ich habe mich schon lange aufgegeben. Er scheint hoch genug zu sein. Oh. Schon fies, was da mitschwingt. Okay. Come home. Gut, er hat jetzt gar nichts zu sagen gehabt. Außer... Zugesperrt. Nein, 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 nein. Ich wollte nicht gehen. Ich wollte nicht gehen. Es war nur für eine Sekunde. Vergib mir, vergib mir, vergib mir, vergib mir, vergib mir. So, das klingt alles sehr nach Reue, irgendwie. Oh Gott. Nein, nein, nein. Sie werden das Blut sehen. Sie werden wissen, dass ich es war. Ich kann mich nicht verstecken. Diese Spur folgt mir überall. Sein Blut verfolgt mich überall. Ja, haben wir wirklich unseren Bruder getötet? Oh, come on. Ja, weil meistens verstecken sich hinter solchen Spielen halt wirklich sehr tief sitzende, tiefgründige Nummern irgendwie. Wir erinnern uns an ihn. Die Schuld spaltete uns in zwei. Es ist deine Schuld. Nein, es ist deine Schuld. Du hast mich auf. Du hast nicht aufgepasst. Es war deine Aufgabe, auf ihn aufzupassen. Rutsch. Bumm. Knack. Jetzt ist er weg. Alter. Deinetwegen. Deinetwegen. Meinetwegen. Ja, okay. Alter, ist das hier diesen Spielplatz, ne? Oh Gott, komm. Die Würmer, so warm in meinem Bauch. Der einzige Trost, den ich noch habe. Wenn ich leer bin. Problem, was für ein Problem. Sie brauchen mich mehr als ich sie. Ey, lass jetzt hier bitte nicht so ein Martha is dead Ding kommen, ey. Aber tatsächlich sind solche Games immer mit so einer Message nachher versehen. Ich will in dir leben. Wie ein Bandwurm. Du kannst ziehen, ich verlass dich nie.
Okay, 14 von 16. Noch links, rechts ein bisschen gucken hier. Ich muss mir irgendwo einen übersehen. Ah. Widerlich. Was für eine unbedeutende Kreatur. Begreifst du deine widerliche Bedeutungslosigkeit? Widerliche Kreaturen verdienen den Schlamm. Also winde dich weiter im Schlamm, kleines Insekt. Ja, schön. Ist hier ein Fluss? Und das müsste auch der letzte, glaube ich, sein. Wenn wir 16 finden müssen. Ich bin so müde. Ich war noch nie so müde. Ich bin so leer. Ich war noch nie so leer. Vielleicht kann dieser Fluss mich wegtragen. Richtig depressiv, ey. Oh, was war das hier für ein Klopfen? Jetzt wieder. Würde man jetzt zu dem Monster auf der Straße zurückgehen? Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Okay. Okay. Hey. Bescheid. Ich bin selbst Hass. Ich bin deine Jahre hasserfüllter Schuld. Ich bin ein verstümmeltes Nichts. Ich bin ein wertloser Feigling. Du verdienst es nicht, diesen Ort zu verlassen. Okay. Ich bin Hoffnungslosigkeit. Ich bin alles, was du aufgegeben hast. Die Liebhaber, die du zurückgelassen hast. Ich bin, was du hättest sein können. Aber jetzt ist nichts mehr übrig. Nur noch du bist übrig. Du musst Hoffnung haben. Okay, okay. Ich bin Sucht. Ich bin alles, alles, was du nutzt, um zu vergessen. Ah, der Alkohol, die Drogen, die Pornos. Alles, was du nutzt, um vorzugeben, zu existieren. Was hast du mir dieses Mal mitgebracht? Ja. Ich bin Neurotizismus. Ich bin alles, das du zu kontrollieren hoffst. Alles, was einfach perfekt sein musste. Ich sehe nur Chaos. Chaos, Chaos, Chaos. Zu viele Flammen, zu viele Flammen. Nur du kannst die Flammen löschen, Jonas. Du, 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 du. Definitiv, Hashtag 18, Junge. Ich bin Belastung. Jeden Tag arbeite ich unermüdlich. Ich täusche vor, meine wertlose Existenz bedeute etwas. Ich trage deine Welt auf meinen Schultern. Ich bin so müde. Lass mich nicht alles tragen, Jonas. Ich bin Resignation. Ich bin jedes Mal, wenn du aufgegeben hast. Jede Trauer, die du nicht überwinden konntest. Jedes Mal, wenn du alles fast beendet hast. Ich werde weggefegt. Das kann nicht das Ende sein. Ich bin Bedauern. Bitte, lass mich wieder rein. Ich wollte nie gehen. Öffne die Tür, Jonas. Ich bin Selbstverleugnung. Ich bin jedes Gefühl, dem du dich versperrst. Jede Freude, die du dir verweigerst. Ich bin menschlicher, als du je sein wirst. Ich bin Panik. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich habe ihn enttäuscht. Du hast mich enttäuscht. Und jetzt musst du zahlen. Alter! Ja, da gibt es keine positiven Eigenschaften, Vater. Ich bin schuld. Genau wie ich. Ich sehe deinen Fehler immer und immer wieder. Ich sehe, wie du dein Bruder vor meinen... Ich sehe, wie dein Bruder vor meinen Augen stirbt.
beobachte, wie du nichts tust. Und beobachte, wie du nichts tust. Immer und immer wieder. Nur du kannst entscheiden, wieder ganz sein. Ja, das wird wahrscheinlich der Grund für alles sein. Ich bin Einsamkeit. Ich bin alles, vor dem du fliehst. Alles Unangenehme, das du in dir behältst. Sie können nicht über meine Mauern klettern. Sie können nicht finden, was ich in diesem Panzer habe. Aber du kannst es. Kopfschütteln hier. Ich bin Paranoia. Da, siehst du sie? Jede Lüge und Täuschung. Sie schwärmen endlos in meinem Kopf. Warum lassen sie mich nicht in Frieden? Mach, dass sie weggehen, Jonas. Total drin. Ich bin Unterdrückung. Ich schmecke jedes Gefühl, das du verschluckt hast. Ich spüre, wie sie an meiner Kehle rinnen. Ich fühle sie. Sie brennen in mir. Ich glaube, ich sterbe. Du bringst mich um, Jonas. Ich bin verfallen. Ich warte auf dich, Jonas. Alter. Ich bin Unruhe. Bitte gib mir eine Stimme, Jonas. Bitte hilf mir. Ganz kurz einen Schluck trinken, ey. Oh Mann! So. Endlich treffen wir uns. Endlich hast du den Mut, durch deinen dreckigen Geist um mich zu kriechen. Du bist erbärmlich. Verstehst du nicht, was hier passiert? Bist du zu dumm, es zu kapieren? Oder vielleicht willst du das nicht? Mir gefällt es wohl, im Dunkeln wie eine Made zu kriechen. So viel Zeit an diesem Ort verbracht zu haben. Meinem Ort. Verstehst du nicht? Dies sind deine Gedanken, deine Erinnerungen. Deine Schuld und deine Sucht. Und sie hassen dich alle. Sie hassen sich für das, was du getan hast. Sie hielten dich hier gefangen, damit du für ihr Leid bezahlst. Das ist nicht alles, oder? Dein Bruder ist tot. Deinetwegen. Du hast ihn sterben lassen. Du hast nicht aufgepasst. Bald erleidet deine Ehe dasselbe Schicksal. Du fällst dich in Schuld und Wut und lässt dich verrotten. Jede Chance auf ein lebenswertes Leben verpasst. Du hast Angst, mit deinen Gedanken allein zu sein. Also versuchst du, sie zu ertränken, was du aber nicht verstehst. Diese Stimmen, die du so verzweifelt zu unterdrücken versuchst, werden lauter und lauter schreien. Schreien, bis deine Ohren bluten. Halte einfach weiter deine Ohren zu, Jonas. Denn eines Tages könntest du so tief sinken, dass du nie wieder etwas hörst. Einfach deine Klappe! Jetzt haben wir aber alle. Ich will es nicht mehr hören. Du entscheidest nicht für mich. Ich muss nicht so leben. Ich muss nicht leben wie du. Wiederzusehen. Wie fühlt es sich an, wieder unter deinen Gedanken zu sein? Dieser Ort hat sich verändert. Wie du siehst, lieber Jonas, ist dieser Ort
vor die Hunde gegangen. Weißt du noch, wie es war vor der Dunkelheit? Weißt du noch, wie es war, bevor dein Bruder starb? Du warst noch so klein und hast uns so oft besucht. Wir waren deine besten Freunde. Verstehst du nicht, Jonas? Wir sind du. Wir lieben dich und wir lieben dich immer noch. Aber einige von uns sind furchtbar verwirrt und haben Angst. Das Phantom im Spiegel, das nach dir ruft. Mit seinen bösartigen Lügen hielt er dich von der Wahrheit. Ohne dich wird die Dunkelheit uns ersticken. Zerrte uns zu etwas, das du kaum erkennst. Etwas Ungeheuerliches. Aber wir sind noch immer dein, lieber Jonas. Und wir sehen uns nach dem Licht. Das warme Licht schien jeden Tag. Damals, als du uns geliebt hast. Damals, als du mich geliebt hast. Tust du, Jonas? Warum ist es so dunkel? Du weißt, was du tun musst. Du musst dir selbst verzeihen. Du musst dir verzeihen für das, was du getan hast. Und jenen vergeben, die dich verletzt haben. Nur dann kannst du dein Leben wirklich leben. Bis dahin werden wir hier bleiben. Der Wärme des Lichts weinen. Zu Hause? Sieht aus, als hätte sich etwas verändert. Der Mond ist heute Nacht wunderschön. Keine Sorge. Ich werde mich anstrengen und nicht aufgeben. Ihr werdet alle das Licht wiedersehen. Jetzt mal richtig mit den Umgaben, ey.